Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Heute ist Tag 9 von Vlogmas und ja, ich wollte mich eigentlich gerade schon fertig machen. Ich wollte morgen nämlich auch schon joggen. Jetzt regnet es ein bisschen, also habe ich eine relativ gute Zeit erwischt. Ich bin nach Hause gekommen und das gerade ein bisschen angefangen. Ursprünglich war heute irgendwie noch was geplant, aber es hat jetzt irgendwie alles nicht so geklappt. Und ja, bevor ich mich jetzt fertig gemacht habe, ohne Grund und am Ende den ganzen Tag wieder zu Hause bin, dachte ich mir, mache ich mich jetzt einfach mal nicht fertig und warte, was noch kommt, ob ich heute noch rausgehe. Jetzt habe ich hier noch meine Jogginghose an. Ja. Meine Mutter schläft noch. Es ist jetzt 13:30 Uhr. Hier, wie gesagt, gerade joggen und danach noch duschen. Und ich glaube, ich werde jetzt mal hier ein bisschen aufräumen und endlich mal für meinen Adventskalender einen schönen Platz finden. So, ich weiß, hier ist es noch ein bisschen unordentlich, das erledige ich ein anderes Mal. Ich bin froh, überhaupt mal was geschafft zu haben. Ja, machen wir mal gleich die 8 auf. Ich bin nämlich sehr neugierig und ja. Das ist ja süß. Es ist eine Feige mit Brandy-Trüffelfüllung. Das ist ja was ganz Außergewöhnliches. Da bin ich auf jeden Fall schon total gespannt und das werde ich später auf jeden Fall auch mal mit euch zusammen probieren. Sehr, sehr cool. Hallo meine Lieben. Ja, es ist leider mittlerweile schon sehr spät abends. Ich sehe auch heute echt nicht so toll aus. Ich habe mich halt heute gar nicht geschminkt und mir ging's leider heute echt nicht sehr gut. Ich habe vorhin auch noch sehr, sehr doll geweint, weil mich auch die Essstörung gerade wieder sehr, sehr krass unter Druck setzt irgendwie. Ich habe das Gefühl, ich muss Kalorien ausgleichen und aufpassen und keine Ahnung. Teilweise sind es auch Kommentare, die super nett gemeint sind, die ich eigentlich auch nicht auffasse, die aber in schlechten Momenten mich dann irgendwie doch auch triggern und ja, auch die Depression ist wieder sehr präsent bei mir. Das ist einfach alles ein bisschen schwierig und ja, es bleibt auch schwierig und es darf auch schwierig sein. Aber ich würde mir auf jeden Fall gerne ein paar Sachen für die nächste Woche vornehmen und in der nächsten Woche werde ich auch wieder mehr filmen. Es tut mir wirklich so leid, dass heute auch schon wieder so wenig kam. Und zwar in der nächsten Woche möchte ich auf jeden Fall einfach generell mehr auf mich selbst gucken so. Also ich möchte einfach Dinge tun, die mir gut tun. Auch die letzte Woche für mich sehr, sehr stressig war. Auch irgendwie gut und auch schön, aber auch sehr stressig. Ja, und es ist mir einfach auch wichtig. Zum Beispiel solche Sachen wie, ich sage Leuten nicht, dass es mir schlecht geht, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin nicht wertvoll genug, dass mir geholfen wird oder sowas. Oder ich habe Angst zu nerven. Das ist auch so eine Sache, ich habe immer Angst zu nerven, da muss ich irgendwie auch dran arbeiten. Generell versuche ich in der nächsten Woche vielleicht mir ein bisschen mehr Ruhe zu nehmen, ein bisschen mehr zu lesen, so. Vielleicht auch mal wieder baden, das wäre eigentlich auch ganz schick, wenn es klappt zeitlich einigermaßen. Die Woche nach der nächsten Woche wird dann auch auf jeden Fall nochmal deutlich ruhiger, dann wird es noch ruhiger. Also ich
Dann mit jeder Woche wird es ruhiger und ich werde dann hoffentlich auch ein bisschen mehr Zeit haben zum Filmen. Ja, ich möchte dann in der nächsten Woche, glaube ich, auch wieder ein bisschen mehr kochen für mich auch so. Und auch ein bisschen mehr Fernsehen. Das ist zwar ein merkwürdiger Vorsatz, aber wie gesagt, ich habe diese Woche einmal irgendwie ferngesehen oder zweimal mit heute. Und ja, ein bisschen abschalten tut schon manchmal auch ganz gut. Und ich möchte mein Zimmer aufräumen. Aber ich will mich da auch nicht so unter Druck setzen. Ich hoffe, das schaffe ich einfach alles einigermaßen. Ja, da ihr das Video ja schon am Montag sehen werdet, wünsche ich euch auch einfach mal eine schöne Woche und hoffe, dass all eure Wünsche in Erfüllung gehen. Ich werde, glaube ich, irgendwann nächste Woche noch ein Video posten, wo ich noch Geschenkideen erzielen werde. Wie intensiv ich das machen werde, weiß ich noch nicht genau, aber langsam sollten sich die Weihnachtsgeschenke dann auch alle zusammenfinden, denke ich mal. Ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall, dass ihr eine entspannte Woche habt, dass es euch gut geht und vielleicht mögt ihr euch auch eine kleine Sache vornehmen, die ihr diese Woche für euch umsetzen wollt. Die drei Dinge, für die ich heute dankbar bin. Das fällt mir wieder sehr schwer, weil eigentlich ein sehr, sehr schlechter Tag für mich war. Ich würde sagen, ich bin heute dankbar für einfach diese ganzen alten Sitcoms. Wie zum Beispiel How I Met Your Mother, was ich heute wieder angefangen habe zu gucken, ganz von Anfang an. Früher konnte man es nicht mehr sehen, hat es aber nicht mehr ertragen, aber mittlerweile ist es doch irgendwie classy geworden. Wir haben übrigens auch unsere Katzen nach How I Met Your Mother benannt. Weil ich damals, als wir sie geholt haben, gerade diese Serie geguckt habe das letzte Mal. Ich bin dankbar für das erste Lachen, das ich heute hatte. Ich hatte heute einen, wie gesagt, ziemlich schlechten Tag. Und als ich dann irgendwann abends, als es schon dunkel war, das erste Mal richtig gelacht habe, habe ich es richtig irgendwie gespürt, wie sehr viel Last irgendwie von mir abgefallen ist. Einfach nur, weil ich mal wieder lachen konnte. Und es war ein sehr schönes Gefühl. Ja, und ich bin auch dankbar für Menschen, die ich habe in meinem Leben, die immer für mich da sind und mich aufmuntern und sich abends mit mir treffen. Das ist schon sehr, sehr, sehr wertvoll. Ich denke, jeder Mensch braucht andere Menschen, aber wir brauchen letztendlich eigentlich nur eine Person, auf die wir uns wirklich verlassen können und die immer für uns da ist. Aber ganz ohne Menschen geht es irgendwie doch auch nicht. Und es ist, glaube ich, auch sehr viel wert, eine Person zu finden, die einen wirklich versteht. Gerade auch mit diesen ganzen Geschichten mit der Essstörung und so, das ist schon alles sehr, sehr hart. Und da ganz allein durchzugehen, ist echt fast unmöglich. Übrigens habe ich die Feige vorhin gegessen und ich fand sie ganz lecker. Sie hat gar nicht nach Brandy geschmeckt. Okay, jetzt geht's an die Adventskalendergeschenke und da beginne ich mal mit meinem. Der Nummer 8 heute. Ich glaube, ich weiß ja schon, was drin ist. Ach nee, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ernsthaft. Ach doch, doch, das hätte ich gedacht. Genau, das habe ich gedacht. Das ist ein Lip Liner, oder? Ein weiterer Lip Liner? Oh ja, der passt, glaube ich, super zu meinen Lippenstiften. Der ist sehr flüssig, aber das finde ich geil, weil die Lippen, die ich jetzt gerade habe, sind irgendwie so trocken, dass es teilweise irgendwie gar nicht richtig funktioniert alles. So. So. Und jetzt kommen wir mal zu dem Geschenk meiner Mama. Fand ich ganz süß. Und tatsächlich ist es auch schon. Oh, Bonnie. Cute. Das ist tatsächlich auch schon in dieser Verpackung angekommen. So ähnlich. Hier haben wir nämlich immer die 8. Du kannst die Pyramide gerne öffnen. Und da dachte ich mir, hey, das lasse ich doch gleich so. Das ist doch mega süß. Ach Gott. Na, was ist das Schönes? Rentiersocken. Ach, die sind, ich bin echt ein bisschen eifersüchtig. Ich hätte die auch gern. Die sind echt süß. Ich habe halt die ganze Zeit schon dieses Rentier rausgucken lassen. Ich dachte, vielleicht checkt sie das schon die ganze Zeit. Nee, ich habe es nicht gecheckt. Das ist gut. Hier ist das Geweih. Oh ja, das Geweih. Das ist so süß. Sieht man jetzt nicht auf dem dunklen Ja, Untergrund. stimmt. War es schon sehr, sehr niedlich. Die sind auch ganz weich und kuschelig. Die sind niedlich. Die Ja, die gefällt sind mir toll. wirklich gut. Sehr hübsch. Aber ich fand auch, dass diese Verpackung wirklich sehr, sehr schön war. Ja. Herzlichen Dank. Sind Gerne, gerne. wirklich süß. Ich danke dir auch. Barney ist eh gerade im Paradise. Ja.
Er liegt hier auch auf meinem Platz. Also Leute, ich hoffe, ihr vergebt es mir, dass ich heute jetzt nicht so das krasse Thema ist und auch nicht so viel gefilmt habe. Aber wie gesagt, ich hatte heute echt einen ziemlich schlechten Tag und habe mich dann abends noch mit einer Freundin getroffen. Und wir haben noch ganz viel geredet, waren da halt draußen noch, haben auf einer Parkbank gesessen und uns den Arsch abgefroren. Und dadurch ging es mir dann echt noch ziemlich viel besser. Ja, ist gerade alles ein bisschen schwierig, aber wie gesagt, nächste Woche wird besser. Ich hoffe, ihr vergebt es mir. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem irgendwie gefallen. Vielleicht wollt ihr mir ja trotzdem einen kleinen Daumen nach oben oder nach unten da lassen und vielleicht sogar ein kleines Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und ja, ich kann ja diese Chance gleich nochmal nutzen. Das hat dieses Video so kurz, euch noch zu mal. Ich kann ja die Chance, dass diese. Ich kann ja die Chance nutzen, dass dieses Video so kurz ist, um euch nochmal daran zu erinnern, dass ihr schon so unfassbar viel geschafft habt und dass ihr so stark seid und dass ihr euch nicht von irgendeiner psychischen Krankheit unterkriegen lassen könnt. Denn ihr seid stärker als jede Krankheit, das jemals könnte. Und ihr könnt jeden Tag euer ganzes Leben komplett verändern. Bleibt stark und das lohnt sich auf jeden Fall immer am Ende. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Ciao!